Wetter ist wieder da. Hallo und schön, dass ihr reinschaut. Es ist November und das ist in der DKB Handball Bundesliga eine ganz besondere Zeit. Wir freuen uns schon jetzt wieder auf viele Schnurrbärte, sogenannte Mos in der Liga. Denn die deutschen Handballer engagieren sich wieder im Movember. Mit einem Spot und den sehr unterhaltsamen Movember News, moderiert von Uwe Gensheimer, gab es letzte Woche den Startschuss. Bei uns seht ihr jetzt, wie die Filme entstanden sind im Making-of. Movember-Klappe, die zweite. Schon im letzten Jahr waren echte Ligagrößen dabei. Zum Beispiel riefen Yogi Bitter und Patrick Rötzky zum Mitmachen auf. 2017 geht es weiter. Schnurrbärte sehen nicht nur stark aus. Mit ihnen setzt man im sogenannten Movember auch ein Zeichen für mehr Männergesundheit. Movember ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Männergesundheit einsetzt. Die Grundidee ist, dass man sich im November einen Schnurrbart wachsen lässt und damit Aufmerksamkeit erregt und Spenden sammelt. Auch die Bad Boys der MT-Melsung, Julius Kühn und Tobias Reichmann, engagieren sich. Und ihr Trainer geht als Betroffener von Prostatakrebs selbst besonders gerne voran. In den 70er, 60er, 80er waren Schnurrbäder noch durchaus in. Im Moment ist Schnurrbäder eher was Besonderes und deswegen ist natürlich die Aktion auch besonders, weil man einfach so ein bisschen besonders aussieht. Aber damit macht man natürlich auch mehr Aufmerksamkeit und ich denke, dass gerade das wichtig ist, dass man so eine Aktion hat, dass man auffällt, dass Leute einen fragen, warum man ein Schnurrbart hat und dann kann man die ganze Aktion natürlich noch erklären. Im Jahr 2013 begann das Projekt mit 30 More Bros und Sisters. Heute haben sich schon mehr als 5 Millionen Unterstützer angeschlossen. Mitmachen und sich einsetzen kann jeder, auch wenn er vielleicht nicht das Zeug zum perfekten Mo hat. Ich glaube, eben diese Movember-Aktion, da sieht man schon auch ein bisschen gefährlicher aus. Also dem Handballsport passt es, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn man dann eben auch die möglichen nötigen Haare im Gesicht hat, bei mir war das immer sehr problematisch. Ich habe einen sehr schlechten Bartwuchs. Der Bart fällt einfach auf und deshalb sind wir da auch dabei, auch wenn wir natürlich mit dem Bart nicht mithelfen können. Mehr als 1200 Projekte zur Männergesundheit wurden durch gesammelte Spenden bereits finanziert. Für alle Handballer gibt es das Netzwerk Wilkinson Handball Motivation. Ihr könnt euch online anschließen und gemeinsam auf die gute Sache aufmerksam machen. Movember-Botschafter Uwe Gensheimer hat die Message für den Movember 2017. Grow a Mo to save a Bro. Die DKB Handball Bundesliga ist in Kooperation mit Wilkinson Sword schon mittendrin. Also Männer, lasst euch einen Schnurrbart wachsen und tut damit etwas Gutes. Los geht's in den Movember 2017. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann macht jetzt mit und meldet euch an im Netzwerk Wilkinson Handball Motivation und sammelt Spenden für die gute Sache. Weiter geht es mit dem SC DHFK Leipzig und dessen Geschäftsführer Carsten Günther. Mit erst 36 Jahren gehört er zu den jüngsten Managern der Liga, hat aber schon einen langen Weg mit dem Verein hinter sich. Wir konnten mit dem Mann, der Leipzig in die DKB Handball Bundesliga geführt hat, über sein Erfolgsrezept sprechen. Auf der einen Seite Kumpeltyp, auf der anderen Seite Geschäftsmann. Carsten Günther ist beides. Seit 2007 leitet der 36-Jährige als Geschäftsführer die Geschicke des SC DHFK Leipzig, führte den Verein so in den letzten 10 Jahren von der Oberliga in die DKB Handball-Bundesliga. Wir wollten wissen, was sind die Erfolgsfaktoren in Leipzig? Wir haben, glaube ich, immer sehr viel Kraft aus dem Kollektiv ziehen können und dadurch auch Leistungen hinbekommen, die uns vielleicht vor der Saison aufgrund der Einzelspieler niemand so richtig zugetraut hätte. Aber die Jungs, die pushen sich untereinander, die helfen sich untereinander und das muss unbedingt auch in der Zukunft so bleiben, wenn wir eine Chance haben wollen, dass wir unseren Weg so weitergehen. Der Teamgedanke, ein Erfolgsgarant. Die wirtschaftliche Basis des SC DHFK Leipzig ist solide. Trotz der für Sponsoren attraktiven Fußballkonkurrenz hat der Sportclub mehr als 200 Partner. Sie stemmen den Großteil des derzeitigen 4,5 Millionen Euro Etats. Günther ist überzeugt, der SC DHFK habe seinen festen Platz in der Leipziger Sportwelt. Auch dank Aufsichtsratsmitglied Stefan Kretschmer. Kretsche ist wirklich ein elementarer Bestandteil dieses Vereins. Ohne den wird man heute nicht hier sitzen. Da bin ich mir sicher, er ist zu einem Zeitpunkt gekommen. Da habe ich mir bei vielen Sponsorengesprächen oder Anfragen für Sponsorengespräche noch eine blutige Nase geholt, weil gedacht, Spinner, von erster Liga erzählt er hier irgendwas. Als aber Kretsche dann plötzlich mit in der Einladungs-E-Mail drin stand, haben viele gesagt, ach komm doch mal lang, lass doch mal einen Kaffee trinken mit Kretsche. Natürlich, der Blick geht zurück auf die erfolgreiche Historie des Vereins. Günther ist sicher, ohne die hätte es das Projekt Bundesliga-Handball in Leipzig nicht gegeben.
Wichtig ist aber vor allem die Sicht nach vorn. In der vereinseigenen Handballakademie werden die Talente von morgen ausgebildet. Jüngstes Beispiel ist der 20-jährige Franz Semper. Aufstrebende Spieler wie er bekommen die Chance, Profi zu werden. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl bei unserer Arbeit. Das gibt unseren Mitarbeitern, unseren Trainern, auch unseren Profispielern ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass eben mehr ist als, ich sag mal, Brot und Spiele, als ein reines Entertainment in so einer Handballhalle. Das ist ganz, ganz wichtig und das macht auch Spaß und das emotionalisiert und so weiter, aber es gibt ein bisschen einen tieferen Sinn und deswegen haben wir von Anfang an da sehr, sehr viel personelle Ressourcen und mittlerweile auch finanzielle Ressourcen reingesteckt. Die Fanbase des Vereins wächst stetig. Die Arena Leipzig fasst 7000 Zuschauer. Auch wenn das Limit hier noch nicht erreicht ist, die Entwicklung ist positiv. Emotionen auf und neben der Platte, das macht Leipzig aus. Selbst der Chef ist da keine Ausnahme. Das ist was unseren Spielern wirklich hilft, wenn man sieht, die Bank macht mit, der Geschäftsführer steht mit hinten, Trainer ist mit voll dabei. Also bei uns gibt es kaum einen Trainer, der auf der Bank sitzt. Alle gehen irgendwie mit. Das bringt auch schon mal die ein oder andere gelbe Karte mit. Ich habe auch schon mal 500 € Strafe bezahlt. Carsten Günther kennt alle Höhen und Tiefen des Vereins, steckt zu 100% im Projekt SCDHFK. Und auch privat geht es eher selten ruhig zu. Ich brauche schon zum Ablenken dann irgendeine andere Action, habe aber eine tolle Frau und ein tolles Kind, die Action entsprechend dann bieten. Mitte November kommt dann ein zweites Kind dazu, von daher ist dafür für Ablenkung auf alle Fälle gut gesorgt, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Seit 2007 geht es stetig nach oben. So soll es bleiben in Leipzig. Carsten Günther geht in jedem Fall weiter mit viel Herzblut voraus. Vom Geschäftsführer kommen wir zum Kapitän der Leipziger, denn Linksaußen Lukas Binder ist der Nächste, der sich unserer Club-Challenge stellt. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich mehr als 3 schaffe, also das Minimum erstmal zu erreichen und dann schauen wir, was noch weitergeht. Ja, besser als erwartet. Es waren nur 5, aber mein Ziel war, Bobby Schagen einzuholen, das habe ich geschafft. 6 Stück, also zufrieden. Ja, 5 oder 6, weiß ich nicht. 6 waren. 6, ja, doch, sehr zufrieden. Ich habe es jetzt nicht so verfolgen können gerade, weil ich noch ein Gespräch hatte, aber Lukas macht das immer gewissenhaft mit Sicherheit und mit viel Einsatz und von daher freue ich mich für ihn, dass er dort 6 gemacht hat. Die Länderspielpause und die Auftritte unserer DHB-Teams liegen hinter uns. Das heißt, es wird weitergespielt in der Liga. Hier sind die Übertragungstermine. Schaltet am Donnerstag ab 18.30 Uhr ein, es stehen gleich 5 Partien an. Magdeburg empfängt die Rhein-Neckar-Löwen. Der Tabellenführer aus Berlin fährt zum Auswärtsspiel nach Göppingen, während Kiel die Eulen Ludwigshafen erwartet. Im Duell der Altmeister trifft Minden auf Gummersbach. Außerdem ist der HCR Lang in Wetzlar zu Gast. Am Sonntag ist wieder Zeit für die Konferenz. Ab 12 Uhr gibt es alle 4 Partien live auf Sky, natürlich auch als Einzelspiele. Den SCDHFK Leipzig gegen die MT Melsungen seht ihr ab 14.30 Uhr live im Topspiel der DKB Handball-Bundesliga. Anschließend, wie immer ab 17 Uhr, Kretschmer, der Handball-Talk. Übrigens, wenn ihr sehen wollt, was in der zweiten Handball-Bundesliga vor sich geht, dann schaut vorbei auf der Homepage der DKB Handball-Bundesliga. Dort findet ihr Zusammenfassungen aller Zweitligapartien. Vielen Dank fürs Reinschauen heute bei 7 Meter und bis zum nächsten Mal am 15. November. Macht's gut.